Hallo zusammen, das ist der Volkswagen ID.7 Pro S mit der großen Batterie. Also der hat hier eine Batterie mit 91 Kilowattstunden, 86 Kilowattstunden können genutzt werden. Und ich habe ja einen ID.7 Pro mit 82 Kilowattstunden und 77 können genutzt werden. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, lohnt sich das? Ist die große Batterie für euch die richtige Entscheidung? Wenn ihr wissen wollt, was ihr jeden Monat für euer Elektroauto ausgibt, wo seid ihr hingefahren, wie viele Kilometer waren es, was war euer Durchschnittsverbrauch, ihr wollt alle eure Ladesessions wissen, wie viele Kilowattstunden habt ihr geladen, was ist euer Verhältnis zwischen AC und DC laden und ihr wollt das Ganze nicht selber niederschreiben, dann ist Jonity genau das, was ihr braucht. Jonity verbindet sich mit eurem Fahrzeug, viele Marken werden unterstützt und in der App oder in einem Browser könnt ihr diese Daten dann einsehen. Außerdem gibt es ein 100% finanzamtkonformes Fahrtenbuch. Meine Zuschauer bekommen 25% Rabatt, wenn sie den Link in der Beschreibungsbox benutzen. So, wie gesagt, 77 Kilowattstunden zu 86 und das sind 11,7% mehr, das man bekommt. Aber ich habe mit beiden Autos Reichweitentests gemacht und dann mit dem Durchschnittsverbrauch und der Reichweite, die ich bekommen habe, die Batteriekapazität berechnet, die man von 100 bis 0% wirklich hat. Und in meinem Auto waren es 74,3 Kilowattstunden, in diesem Auto 84 und das sind 13% mehr, also sogar noch mehr, als man denkt, dass man bekommt. Reden wir über den Preis. Den normalen ID.7 Pro kann man ab 54.000 Euro in Deutschland haben, den Pro S für 59.000 Euro. Das sind 9,2% mehr, 5.000 Euro fast. Reden wir über die Dinge, die völlig gleich sind und das ist das Fahren. Also die größere Batterie merkt man nicht beim Beschleunigen, beim Abbremsen, bei der Rekuperation, im Kurvenfahren, auf der Autobahn, bei höheren Geschwindigkeiten, das merkt man alles nicht, das ist alles wunderbar. Und ihr werdet sagen, wieso soll das irgendeinen Unterschied machen? Aber zum Beispiel beim ID.3, wenn man vom Pro zum Pro S geht, von 58 Kilowattstunden auf 77, was auch ein bisschen mehr Unterschied ist wie von 77 auf 86, merkt man das brutal, also in der Beschleunigung, in der Rekuperation, das ist alles völlig anders. Dann kommen wir zu ein paar negativen Dingen mit dem Pro S. Nummer 1 ist das Gewicht. Dieser hier wiegt 100 Kilo mehr wie mein ID.7. Mein Auto mit mir drin wiegt 2260 Kilo, der wiegt 2360 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, der hat jetzt die völlig gleiche Ausstattung, bis auf das, dass der eine Wärmepumpe hat, ob das jetzt so viel Unterschied macht. Und das ist halt ein Tourer. Ich weiß nicht, ob ein Tourer mehr wiegt wie der Sedan. Irgendwo habe ich mal gelesen, die zwei Module, die extra drin sind, sollen nur 60 Kilogramm wiegen. Verbrauch auch. Wir haben dieses Auto gegen Henk, mein ID.7, haben wir Verbrauchstest gefahren und hatten 6% mehr Verbrauch in diesem hier. Weiß aber, dass der Tourer 1,6% mehr wie die Limousine braucht. Also schätze ich ca. 4,4% höheren Verbrauch, bloß weil man die größere Batterie hat und das eben beschleunigen muss. Und das kostet halt ein bisschen Energie. Und das Letzte ist auch die Beschleunigung. Mein Auto schafft 0 auf 100 Sprint in 6,39 Sekunden. Den habe ich gerade eben gemessen mit 6,58 Sekunden. Also fast 0,2 Sekunden langsamer. Was um einiges besser ist, ist das Laden. Die Spitze in meinem ID.7 ist 192 Kilowatt und ich brauche 25,5 Minuten von 10 auf 80%. Dieser hier hat eine Spitze von 205, wenn ich mich recht erinnere, Kilowatt und er braucht 25 Minuten von 10 auf 80%, aber es ist eine größere Batterie. Ich bekomme also mehr Kilowattstunden in die Batterie über die Zeit. Aber dann kommen wir zu den wichtigsten Dingen und das ist Reichweite. Hat man wirklich mehr Reichweite in diesem Auto? Habe ja gerade gesagt, höherem Verbrauch und mehr Gewicht. Und beim Laden, wie viel Reichweite kann man pro Zeit in die Batterie laden? Wie gesagt, höherer Verbrauch, er lädt zwar besser, aber wie ist es dann beim Laden, bekomme ich die Reichweite auch wieder rein. Und bei der Reichweite haben wir hier in diesem Pro S 8,6% mehr. Ich komme von 428 Kilometer bei 130 km/h in meinem ID.7 auf 465 Kilometer. Also ich komme von einer 11,6% größeren Batterie, aber Kapazität, die ich nutzen kann, 13%, aber nur 8,6% mehr Reichweite, weil der eben höheren Verbrauch hat.
Und dann eben das Laden. Wie viel Reichweite kann ich in die Batterie laden? Und 200 Kilometer Reichweite bei 130 km/h im Sommer sind vollkommen gleich. Ich brauche 12,5 Minuten in meinem ID.7 und auch 12,5 Minuten in diesem ID.7. Wenn ich 300 Kilometer reinladen will, brauche ich bei meinem ID.7 22 Minuten, hier nur 20. Und wenn ich 400 Kilometer reinladen will, das dauert halt dann auch ein bisschen, ist es bei meinem 37 Minuten, weil ich da wirklich viel einen hohen Ladezustand braucht und hier eben nur 30 Minuten. Also wenn ich nur 200 Kilometer brauche, was im Sommer oft vorkommt, dass ich mit 200 Kilometer leicht zum nächsten Lader komme, dann das ist schneller wie länger laden und dann den nächsten überspringen, weil der, außer es gibt Lader überall, dann liegt es daran, wie man fahren will. Aber in meinen Fahrten habe ich das oft gesehen, dass ich nur bis 50%, wenn überhaupt, lade und dann fahre ich weiter. Sogar mit 130 auf der Autobahn oder schneller, weil er eben allgemein wenig verbraucht, dann ist es das völlig Gleiche. Es macht also keinen Sinn, ein Pro S zu kaufen, weil ich denke, ich komme schneller ans Ziel. Ja, am Anfang die Reichweite, wenn ich losgefahren bin, bei 100% ist natürlich mehr, das ist klar. Aber gibt es dann 40 Kilometer weiter genau den Lader? Aber das ist es jetzt nicht. Das Laden, die Reichweite reinladen ist es nicht, sondern es ist mehr die Reichweite. Es ist mehr eine Komfortfunktion, genau wie die Wärmepumpe. Ich zahle was dafür und im Winter habe ich dann mehr Reichweite. Aber von den Kosten her bringt es mir natürlich nichts, sondern es ist reiner Komfort. Wärmepumpe ist was Schönes, weil ich einen geringeren Verbrauch habe und weiterfahren kann. So, ihr müsst eine Entscheidung machen. Ist es euch die 5000 Euro wert und das größere Gewicht? Weil man muss ja bedenken, mit dem größeren Gewicht und höherem Verbrauch hat man auch höhere Kosten beim Fahren. Also 4,4% habe ich höheren Verbrauch und das muss ich dann auch wieder reinladen. Das kostet halt alles Geld. Aber ist es einem das wert? 8% mehr Reichweite für die 5000 Euro und wenn ich mal ein bisschen mehr laden muss, wie nur 200 Kilometer, also mehr wie 40-50%, dann lädt er natürlich um einiges besser. Und ist einem das wichtig? Braucht man das? Braucht man diese Reichweite? Dann ist der Pro S natürlich eine super Alternative. Wenn man sagt, nein, mir reicht die normale Reichweite, dann tut es der Pro auch. Ich bin zum Beispiel völlig zufrieden mit meinem, der lädt wunderbar, fährt wunderbar weit. Ich brauche es jetzt nicht, aber ich verstehe für manche, die sagen, ich will so viel Reichweite, wie ich nur bekommen kann. Ich will Wärmepumpe, ich will 19 Zoll Reifen, so wenig Gewicht wie möglich, aber die große Batterie. Ich verstehe das vollkommen. Jeder das, was er will. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr wissen wollt, was so hinter den Kulissen passiert, ich habe noch einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.